so wie du bist, so wie du bist. Und die anderen sind es nicht. Du bist perfekt, so wie du bist, einzigartig. Bleib so wie du bist, so wie du bist. So. Real Talk Time, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es gut. So. Real Talk Time. Heute geht's um Blogger vs. YouTuber. Würde ich jetzt einmal so behaupten. Also behaupten nicht, ich sag's ja. Dumm, Tamara, du bist dumm. Meiner Meinung nach ist YouTube schlimmer als die Blogger. Wirklich. Die sind viel schlimmer als die Blogger. Beim Bloggen tust du schreiben. Ja. Hier habe ich auch schon viele Meinungen zu meinem Blog gehört, was mir hier reingeht und da rausgeht. Ich mache Fehler beim Schreiben, das ist logisch. Ich bessere sie aus, alles sehe ich nicht, aber mein Blog wird gelesen. Punkt 1. Punkt 2. Es gibt ja verschiedene Sparten bei den Blogger. Beauty-Blogger, Food-Blogger, bei Tester-Blogger, Geschichten-Blogger, whatever. Ja? In YouTube gibt es auch viele Sparten. Freche YouTuber, Spaßvögel-YouTuber, alles Mögliche. Wirklich. Jeder darf seine Meinung sagen. Ist mir recht. Ja? Aber dass ein Viertel der YouTuber denkt, sie sind so gut und ihre Videos sind so gut, frage ich mich eigentlich schon. Ja? Ich habe jetzt nicht super geniale Videos, gebe ich auch zu, ja, weil ich mir erst Sachen besorgen muss, dass ich auch andere Sachen machen kann, nur das kostet halt Geld und dazu muss man sparen, dann kann man sich die Sachen kaufen, ja, nur ständig über einen herziehen oder die Meinung äußern, in der Art, ich sage dir jetzt, was mir nicht passt, ändert das, finde ich einfach unhöflich. Wenn du mir schreibst, ja, mir gefällt dein Video nicht, ist auch in Ordnung, es muss ja nicht jedem gefallen, ja. Das habe ich auch dem Blogger geschrieben, also den Bloggern, die was mir ihre Meinung gesagt haben. Und halt Anhaltspunkte, an die was ich arbeiten müsste oder muss. Schön und gut, ich nehme es mit zu Herzen. Ich werde es umsetzen, nur wann, das bestimme ich, weil es ist mein Blog. Es ist auch mein YouTube-Kanal. Und da sage ich das, was ich will oder whatever. Wenn es wem nicht gefällt, dann überliest doch meinen Post. Ja. Überliest einfach meinen Post. Ich meine, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich verstehe es nicht, ja. Meinungssachen gut und schön. Nur einen zu meinen, dass ich lesen lernen soll. Ist gut, ja. War ein englischer Titel, den was ich nicht aussprechen konnte, weil mich Englisch eigentlich null interessiert. Null. Aber das Buch war auf Deutsch. Somit kann ich trotzdem erzählen, was da drin passiert ist. Ja, ich kann nichts dafür, wenn Bücher englische Titel haben und dass ich sie falsch ausspreche. Ist so. Aber die Bloggerwelt ist ja schon hart, ja.
allein. Ich sage mal so, beim Bloggen sieht dich keiner. Da wirst du wirklich nur auf das Geschriebene abgestempelt und fertig. Was mich ja nicht stört, ich stehe ja hinter dem, was ich schreibe. Ob jetzt Fehler dabei sind oder nicht, ist ja jetzt mal dahingestellt. Ja. Jetzt zur Zeit krieg ich schon was mit von der Bloggerwelt. Nur dadurch, dass ich jetzt ein paar Bücherrezensionen sammle, lese und Blogpost nicht sofort raushaue, ist logisch, dass ich jetzt nicht so viele Aufrufe oder Links raushaue, dass man das lesen kann. Ja? Das ist einfach damit, dass ich ja ein bisschen was im Rückhalt habe, wenn ich dann wieder Gas gebe. Ja? Bei YouTube siehst du die Person, die was halt das Video macht. Wenn sie dir nicht zum Gesicht passt, hast du so und so. Also als YouTuber hast du dann so und so gleich die Arschkarte gezogen, ja, weil dann wirst du ja überhaupt mit Dislikes, mit komischen Kommentaren, wo du denkst, okay, ja, gebe ich nicht frei, ist auch so, dann muss man sich ständig anhören, ja, hör auf mit YouTube, weil du kannst das eh nicht oder whatever. Ich meine, Leute, lass doch die Leute machen, so wie sie es glauben. Warum muss ich werden wie Julian Bim? Nein, Bam, Julian Bam, Julian Bam. Ja, wurscht, wie der heißt. Muss ich so werden, dass ich wirklich in ein Video eine Woche Arbeit stecke, wenn ich eh nur Bücherrezensionen mache oder über Themen rede, über die ich reden möchte, so wie über dieses. Soll ich mich jetzt für dieses Video auf einen Eiffelturm, na, Eiffelturm ist jetzt übertrieben, aber keine Ahnung, irgendwo hinsetzen, dass ich einen schönen Background habe, beziehungsweise muss ich, weiß ich nicht, muss ich mich verstellen, wenn ich über etwas rede, muss ich mich wirklich so verstellen, dass es bei jedem ankommt? Nein! Warum soll ich den Leuten in den Arsch kriechen, nur, dass sie meine Videos anschauen? Ich mache nicht YouTube für andere. Ich mache YouTube für mich. Ja, ich mache YouTube für mich. Und das heißt, wenn wem mein Video nicht gefällt, weil es Fehler drinnen sind, weil meine Aussprache nicht so gut ist, egal ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist, ja, dann klick auf X und geh von meinem Kanal. Wirklich. Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist. Meinung äußern ist gut und schön. Nimm mich an, ob ich es umsetze, ist wieder mein Problem. Ja? Da werden YouTuber wirklich aufs Ärgste gedisst, ja, mit die behinderten Dislike, ja? In einer Minute 15 Dislike auf ein Video. Hallo? Was bringt euch das? Einen Scheiß! Ja? Aber YouTuber, eben, in YouTube sieht man mich. Also ihr seht mich. Passe ich euch in euren Schema? Jetzt muss ich das Video abbrechen. Wir haben jetzt Abend. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich am Vormittag noch gesagt habe. Aber um das Video zum Schluss zu bringen, Blogger und YouTuber haben eins zusammen.
wenn sie nicht ihre Meinung äußern können, egal auf welche Art, ob das normal ist oder auf das Ärgste beleidigen können, sind sie es nicht. Ganz einfach. Und meine Message an beide: Lass die Leute einfach so tun, wie sie es wollen. Wenn die Videos halbherzig sind oder halbherzig rüberkommen oder nicht euren Content entsprechen, dann lasst es. Lasst es einfach in der Ruhe. Geht's auf X und fertig. Gibt's kein Like oder kein Dislike, weil die Dislikes sind eh so und so zum Scheiße. Und ja, lasst das einfach in der Ruhe. Man kann Meinung äußern, aber man muss immer beachten, wie man es schreibt oder wie es derjenige aufnimmt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Meine Message an euch: Lasst die Leute in Ruhe, wo ihr meint, sie sind zu nichts zu gebrauchen, sie müssen lesen lernen oder whatever. Ihr wisst nicht, warum die Leute so sind oder auch nicht. Wenn ich euch nicht zum Gesicht stehe, dann deabonniert mich. Ist mir auch wurscht. Ist so. Ich mache YouTube für mich und für die Leute, die gerne lachen wollen. Ich mache gerne YouTube-Bücherrezensionen, weil ich die Bücher vermitteln möchte, die was mir persönlich gut gefallen, die zum Nachdenken anregen, die gewisse Themen haben. Und ja, das ist das, was ich machen will. Mit meinen Real Talks will ich meine Meinung vertreten. Mit meiner Storytime möchte ich euch Geschichten von mir erzählen, die was ich persönlich erlebt habe. Vielleicht findet ihr euch irgendwie eine und meint, ja, okay, ich habe das auch. Daran ist nichts Verwerfliches, egal wie das Video gedreht worden ist oder nicht. Und solltet ihr euch jetzt fragen, warum ich jetzt am Abend weiter drehe, liegt daran, dass ich eigentlich heute seit ca. 10 oder 11 Uhr am 16.11. ein bisschen perplex bin. Man kann sich auf Sachen vorbereiten, aber wenn sie dann eintreffen, bist du im Arsch. Weil du ganz anders reagierst, als du wollen würdest. Schicksal nennt man das. Und somit beende ich jetzt das Video, weil meine Meinung habe ich jetzt eigentlich eh schon deutlich gemacht, dass nicht jeder perfekt kann. Jeder kann nicht grenzgenial kreativ sein. Und das sollte man akzeptieren. Man kann seine Meinung äußern. Ich habe sie auch angenommen, aber ob ich damit was mache oder nicht, bleibt meine Entscheidung. Und da braucht mir keiner sagen, ändere das, weil das mache ich. Und wenn es euch oder dir nicht passt, dann schaut ihr meine Videos nicht an. Ganz einfach. Und das habe ich auch in der Bloggerwelt gesagt. Wenn euch mein Beitrag nicht gefällt, weil er so viele Rechtschreibfehler hat oder whatever, dann schaut es einfach nicht auf meinen Blog. Fertig. Das war mein Thema. Zu dem Thema. Wir sehen sich. Bis zum nächsten Real Talk. Tschüss. Die anderen sind es nicht, du es ist perfekt, so wie du bist einzigartig, bleib so wie du bist, so wie du bist. So